Hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge. Ist der Hunter Primal, wollte ich gerade sagen. GG. Russian Fishing 4. In der letzten Folge habe ich euch ja gezeigt, wie das alles so funktioniert. Das grobe Tutorial. Wir sind hier alle so ein bisschen durchgegangen. Falls ihr da noch irgendwie Fragen habt zu dem Tutorial, schreibt dann einfach in die Kommentare unten und ich werde das Ganze nochmal nachreichen sozusagen. Wir wollen jetzt aber erstmal angeln gehen. Wir gehen auch da wieder zu der alten Stelle, wo ich eben sagte, weil wir einfach mal Bock haben. Nee, weil wir jetzt Geld brauchen natürlich. Und wo kann man besser Geld farmen als am Wasser? Dann werden wir mal ein paar Fische angeln und ja, Freunde, wie gesagt, das Spiel ist in der Videobeschreibung verlinkt, das kostet nichts. Das ist kostenlos. Falls ihr Interesse habt, einfach runterladen. Das Einzige, was halt stimmen muss, ist einen einigermaßen guten PC zu haben. Man braucht jetzt keinen High-End, Ultra, Gaming, Super, Hardcore, Hyper, Gaming-PC, aber mit so einem 0815 Laptop werdet ihr da nicht weit kommen. So hart das jetzt klingt. Aber das habe ich selber schon ausprobiert. Und ja, geht leider nicht. Aber das Ganze macht Spaß, weil das wie gesagt schon relativ realitätsnah ist, weil du halt auch essen musst, trinken musst, du kannst hier dir selber Köder herstellen, du kannst die nachher später sogar noch mit Fischfilet dir selber die Köder herstellen. Also du, wenn du jetzt einen Fisch angelst, der maximal 200 Gramm hat oder minimal 200 Gramm hat, kannst du daraus Filet schneiden, dann musst du natürlich erst das leveln. Und dann kannst du dir das am Haken hängen. Du kannst dir selber eigene Köder herstellen, Blinker und so einen ganzen Quatsch. Aber das ist schon wirklich nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kann hier Aal angeln, du kannst hier Karpfen angeln. Nach oben hin sind halt keine Grenzen gesetzt. Also ich muss sagen, das ist momentan ist das für mich wirklich die beste Angelsimulation, die auf dem Markt ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt zwar noch eine, die rankommt, aber die halt nicht so so große Facetten hat wie das Spiel hier, muss ich sagen. Also da kommt nichts dran, finde ich jetzt. Oh, das ist 21:59 Uhr. Ich glaube, wir werden hier gar nicht mehr großartig was fangen. Jetzt in der Nacht könnte eng werden. Aber das werden wir sehen, wenn soweit ist. Also mir macht das Spiel wirklich Spaß. Am liebsten gehe ich hier gerne auf Aal angeln, auch wenn du kaum Aale fängst oder selten Aale fängst. Ich hab jetzt einen Aal geangelt und spiele das Spiel, glaube ich, schon, will jetzt nicht übertreiben, aber ein, zwei Wochen bin ich schon bei, glaube ich. Das macht halt Spaß, finde ich. Das ist genau mein Ding, irgendwie. Muss mal schnell einen Schluck trinken, Freunde. Tut mir leid. Aber wie gesagt, das ist wirklich. Also wer angelbegeistert ist, kann ich wirklich nur empfehlen, weil das kostet halt kein Geld, ne? Das Einzige, was halt stimmen muss, der PC muss einigermaßen funktionabel sein. Aber sonst ist das eigentlich alles tutti frutti. Komischerweise beißt da hinten nichts. Die Angel mal weiter dicht heranholen. Oder die Pose vielmehr. Weil da hinten irgendwie nichts beißt. Aber ich glaube, jetzt habe ich sowieso die scheiß Uhrzeit gar nicht im Blick gehabt. Dass wenn wir Pech haben, hier gar nicht fangen. Weil so ab der bestimmten Uhrzeit geht halt die Ruhezeit los für die meisten Fische, außer die Raubfische, die so ein bisschen rumrauben hier. Aber die werden mir garantiert nicht auf die Pose gehen. Bin ich zumindest der Meinung. Aber nun gut, das werden wir halt sehen. Mehr als abwarten und auf eine Pose gucken können wir jetzt leider nicht. Habe ich echt die Uhrzeit gar nicht im Blick gehabt. Aale gibt es hier in dem Teich leider nicht. Sonst hätte ich mich hingestellt und ein bisschen auf Aal geangelt, aber tja, kann man nichts machen, ne? Aber doch, jetzt beißt es doch. Dauert vielleicht ein bisschen länger. Aber Ed beißt. Dann haben wir den ersten schon wieder.
wieder ein richtig guter Barsch, also wir sind auch gleich Level 3. Geht am Anfang halt noch recht fix. Es geht am Anfang halt noch recht flotti. Wir machen gleich wieder Posenfischen und machen den Handhabung der Feststellposenmontage. Machen wir einfach mal. Weil wir sowieso anfangs erstmal nur auf Pose angeln. Deswegen macht das keinen Sinn, jetzt irgendwas anderes zu leveln. Wäre eher Verschwendung. Da haben wir noch eine Grunde. Dann wechseln wir wieder auf die 2, weil da ein Fisch dran ist. Der ist aber leider entwischt, hat zu lange gedauert. Hat leider ein bisschen zu lange gedauert. Ich werde jetzt anfangs erstmal nur auf die Posenmontage leveln. Weil ich, wie gesagt, eine ganze Zeit lang erstmal auf Stippe angel. Sag mal. Was ich euch auch empfehlen würde, ich meine, ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt, um Gottes Willen, aber würde am Anfang noch nichts bringen, sich so eine Hardcore-Route zu kaufen, weil man die eh nicht nutzen kann. Oh, Digga, ist das wirklich dein Ernst gerade? Das ist halt das Problem, wenn man zwei Posenangeln hat. Das ist, ich habe mir das jetzt bei meinem Account so gemacht, dass ich habe ja drei Stippangeln und jede Stippe hat bei mir eine andere Pose. Da sieht man halt wenigstens noch einigermaßen durch. Hier habe ich jetzt natürlich gar keinen Durchblick. Wie ihr das seht, weil ich ständig die falsche Angel anhebe hier. Aber das kann auch ein bisschen eintönig sein, weil man halt wirklich nur stippt. Ich kann euch jetzt nachher auch noch mal zeigen, wenn ich den Kescher ein bisschen voll habe, in der nächsten, übernächsten Folge, dass ich mir vielleicht mal eine Spinnenrolle hole und eine Runde Spinnen gehe. Eine Runde Spinnfischen, also Spinnentug so auch schon, aber das weiß keiner. Dass wir vielleicht mal eine Runde Spinnfischen gehen, dann kann ich euch da zeigen, da habt ihr noch eine Ausweichmöglichkeit, was aber eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Weil du so wenig Fische auf der Spinnenroute fängst hier, das ist halt echt wenig sinnvoll. Wenig bis gar nicht sinnvoll, sag mal so. Die Pose wubbelt und die ist weg. Jetzt ist das die Frage, haben wir die richtige Angel? Natürlich haben wir sie wieder nicht. Ach, unglaublich. Da haben wir wieder eine Schläfergrunde. Habe ich so noch nie gehört, den Fisch. Das, manch einer wird mich vielleicht jetzt auch auslachen, aber ich habe den Fisch echt noch nie gesehen, geschweige denn gehört. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kaulbarsch kenne ich, ja, aber Schläfergrunde, glaube ich, gibt es hier bei uns im Gewässer auch gar nicht. Falls ich Blödsinn laber, tut mir das leid. Bin hier an der Ostsee, habe so ein Vieh noch nie gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Haltet mich für bekloppt, aber ich habe die echt noch nie gesehen. Hier im Spiel das erste Mal. Ich habe Grundel, habe ich zwar schon mal gehört, aber bin mir sicher, dass die hier nicht heimisch sind. Oh, wieder die falsche. Ja, Freunde, das ist es halt, wenn du mit mehreren Stippen angelst. Hier ist, glaube ich, Schläfergrundelzeit. Ja, das ist nämlich das, was ich jetzt meinte. Es ist halt nachts und nachts fängst du halt ja nicht so viele Fische, sondern halt nur die, die jetzt nachts aktiv sind. Und das ist halt echt ein bisschen blöd. Das ist die 1, also ist das andere die 2. Gut. Vorne 2, hinten 1. Ich sag vorne 2, hinten 1 und nehme wieder die. Unglaublich. Der war diesmal nicht dran. Also Posenangeln ist wirklich ein bisschen stressig. Weil das halt im Minutentakt geht. Tagsüber ist das ganz schlimm. Weiß gar nicht, ob ihr was seht in der Aufnahme. Das könnte ganz schön dunkel sein. Und das ist wirklich hier nur Schläfergrundel. Oh, die ist sogar 329 Gramm. Halleluja, gar nicht schlecht.
Falls ihr euch wundert, warum ich hier Wolgast der Hänger 2 heißt, ist eigentlich logisch, weil ich einen Erst-Account habe, der normal Wolgast der Hänger heißt. Und dort bin ich schon auf Stufe 14. Ich werde hier jetzt bis Stufe 14 spielen. Und werde dann auf meinen anderen Account wechseln und dann nochmal grob erklären, wo ich jetzt bin, was ich gemacht habe. Oder spiele mit dem Account weiter, da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Das seht ihr ja denn, wenn es soweit ist. Aber eine ganze Zeit lang werden wir jetzt erstmal an dem See hier pimmeln müssen. Kann ich auch gleich genau sagen, wie lange. Ab Stufe 7 können wir da drüben hin. Und dann, ja, müssen wir mit Stufe 7 erstmal hier rumpimmeln. Das wird noch ein bisschen dauern. Und an dem dritten See, den ihr gerade gesehen habt, da können wir dann später auf Aal angeln. Also werde ich mir hier schon mal eventuell sogar ein paar Tauwürmer holen demnächst, weil die wirklich schnell immer ausverkauft sind. Da müsst ihr wirklich schnell sein. Das ist echt übel hier. Das ist wie im Feinkostladen, die das edelste Zeug, das ist immer als erstes weg. Das ist ganz übel. Oder wie zu Weihnachten, die Ente und Pute und der ganze Mist. Alles weg. Wenn du nicht schnell genug bist, ist alles weg. Und so ist das hier auch. Ach ja. Was ich euch gerade noch zeigen kann, weil ihr nichts beißt, habt ihr hier die Futtermischung. Dann geht ihr hier auf Angelköder. Zack. Und dann könnt ihr euch hier Brot nehmen, was ich schon sagte. Zack. Dann geht ihr auf Anfertige. Das kann jetzt sein, dass Vorführeffekt fehlschlägt. Nö, hat geklappt. Neue Errungenschaft. Tintenfass, das hast du nicht gesehen. Haben wir 30 Stück hergestellt. Und dann passt das auch. Ich glaube, irgendwie gab es noch Errungenschaften, die ich jetzt aber komischerweise gar nicht sehen kann. Ach doch, hier Errungenschaften. Das, wenn das Spiel mal in Steam kommt, sind das die Sachen, die man dann hat, diese Errungenschaften hier. Ein ganzer Haufen. Könnt ihr halt alles noch so freischalten. Und naja, so geht das denn mit der Futtermischung. Ihr könnt natürlich nachher, wenn ihr das besser gelevelt habt, könnt ihr hier, das könnt ihr jetzt auch schon machen, Graskarpfenmischung, Hanfmehl, wenn ihr das alles zusammensammelt, dann könnt ihr damit Graskarpfen angeln oder keine Ahnung, ich sag jetzt mal, ihr wollt Schleier angeln, dann braucht ihr das. Wenn ihr Rotaugen angeln wollt, dann müsst ihr das nehmen, steht halt alles eigentlich da. Und Kunstköder hier, dann kann man Kunstköder herstellen, Form, Haken, Zinn und Schleifpapier. Und dann könnt ihr hier Köder herstellen. Schaumgummi hast du nicht gesehen, da fehlt mir die Dings. Die Handwerks leckt mich am Arschfähigkeit. Dann könnt ihr Köder selber herstellen, also das ist wirklich nice gemacht. Ach du großer Gott. Ah, jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst. Und dann seht ihr, die eine Pose ist in Madagaskar, die andere in den Niederlanden irgendwo. Ah, das ist halt immer ganz fatal. Einmal wegzugucken, kann hier ganz gefährlich werden, wie ihr gerade gesehen habt. Ganze Zeit beißt halt nichts, guckt ihr einmal weg, geht das schon los. Das ist halt echt übel hier. Aber im zweiten See, das zeige ich euch nachher auch nochmal in Ruhe. Wenn wir denn da sind, das dauert sowieso noch eine Weile. Da ist denn Strömung, da müsst ihr dann gucken, dass ihr mit der Strömung so ein bisschen mit den Posen aufpasst, weil das ist echt, geht echt übel schnell da. Oder ihr macht das halt so, dass ihr die komplett auf Tiefhaut und dann auf Grund legt. Das ist aber ekelhaft, da habe ich auch schon ausprobiert. Dann lasst sie lieber laufen und stellt die ein bisschen flacher und dann angelt ihr halt auf Ukeleis oder so. Werde ich euch auch noch mal zeigen im Laufe des Let's Plays alles so ein bisschen, weil die geben gut Geld, die Ugeleis, gerade für den Anfang. Sind echt kleine Fische, braucht man nicht großartig schweres Material und man kommt gut vorwärts, finde ich gar nicht schlecht. Das sind so Mini-Fische, ich glaube, die wiegen so 30 bis 50 Gramm oder so.
Sind so Mini-Dinger. Mini-Winnie-Fische sind das, Junge. Zeig euch, sobald wir denn da, Alter, hier ist wirklich heute Grundelparty, wie das aussieht. Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, ich werde mal den Köder hier. Jetzt kommt Wind. Jetzt, ja, jetzt ist ganz, ganz blöde. Jetzt ist es ganz beschissen hier. Mit Wind ist immer voll für den Arsch, finde ich. Kriegst du kaum den Köder ausgeschmissen, ne? Oder die Pose in dem Fall. Ihr seht ja hier, wie beschissen ich hier gegen den Wind schmeiße. Das macht immer überhaupt keinen Spaß. Aber so sieht das denn alles aus. Wie gesagt, Jungs und Mädels, wenn ihr Fragen habt, schreibt das einfach hier im Chat, wollte gerade sagen, in den Kommentaren unter dem Video. Und ich werde das, wie gesagt, immer beantworten, soweit ich das kann. Wenn ich natürlich selber nicht genau weiß, weil ich selber nicht der Pro bin, dann tut mir das leid, aber ich versuche es weitestgehend zu machen. Das ist kein Problem. Und wie gesagt, ihr müsst hier kein Echtgeld ausgeben. Ihr könnt jetzt, wenn ihr sagt, boah, das dauert so lange, bis ich so viel Geld habe, dann knallt ihr da euch halt einen Fuffi oder einen Hunderter rein, jetzt mal krass gesagt, und dann kauft ihr euch Angelruten, wenn ihr keinen Bock habt zu warten, weil ihr keinen Bock habt, so lange Geld zu sammeln. Das ist auch kein Problem, könnt ihr alles machen. Ich persönlich habe mir jetzt nur einmal Premium geholt für 7, 6, 7 Euro, glaube ich, 30 Tage. Da kannst du echt nicht meckern. Dann geht das, kriegst du halt mehr EP und die Sachen steigen schneller. Die Fähigkeiten. Ihr seht ja jetzt, wir haben 8 Fische geangelt und die Posenfähigkeit ist auf 2,4% hochgegangen. Und das würde mit Premium halt ein bisschen schneller gehen. Aber das ist alles kein Muss. Weil, wie gesagt, geht auch so. Ne? Durch den scheiß Wind wandern die Posen jetzt so hart rum. Ne? Aber da an der einen Pose tut sich was. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Jetzt seht ihr es nicht. Aha. Nee, Quatsch. Da bubbelt irgendwas rum. Ja. Wandert. Sie wandert. Und sie ist, glaube ich, schon untergegangen, oder? Ah, der wird wohl dran sein. Ist er auch. Und es ist natürlich wieder eine hyperdüper super kranke Schläfergrundel. Warum auch nicht? Tja, auf Dings wird hier nichts beißen jetzt um die Uhrzeit. Auf Brotkrümel. Oder was ist das? Wie heißt das? Brotkrümel? Ich weiß gar nicht. Weißbrot. Einfach nur. Ach jo, ich meine, habe ich gesagt? Oder ich meine, das habe ich, aber. Hm? So. Ja, Freunde, ich weiß nicht. Die Folge jetzt beenden. Und das macht ihr halt einfach, bis ihr das gewisse Level habt. Und dann können wir nachher am nächsten Teich. Da müsst ihr aber ein bisschen gucken. Weil der nicht ganz so viel bringt wie der andere. Aber ich werde sagen, wir nehmen uns jetzt die Angeln, gehen nochmal die Fische verkaufen. Und in der nächsten Folge machen wir dann das Ganze an der Stelle weiter. Aber ich will euch dann in der nächsten Folge auch mal was zeigen, wofür ihr euch unbedingt Geld sparen müsst, weil das kann manchmal echt brenzlig werden. Das Ganze ist nämlich der Kescher. Oh, Entschuldigung, Leute, ich habe irgendwie gerade echt ekelhaften Schluck auf. Komischerweise, immer wenn ich Aufnahmen mache, mache ich keine Aufnahme, ist alles gut. Das ist echt übel. Ich glaube, ich quatsch zu viel. Denn hier, geht ihr dann auf Geschäft und dann könnt ihr euch hier die Schippe kaufen. Damit könnt ihr dann die Köder sammeln, das zeigt euch auch noch. Hier ist das Filetiermesser, was ich sagte. Und ganz wichtig ist aber, what the fuck, warum gibt es hier keinen Kescher mehr? Das ist nicht der Kescher, den ich meinte, aber hier gibt es den Kescher nicht mehr. Gut, okay, Freunde, dann gehen wir die Fische verkaufen und dann müssen wir am nächsten See denn den Kescher kaufen, weil irgendwie gibt es den hier nicht mehr. Ganz kurios. Aber ich glaube, ich weiß auch, warum der da nicht war. Ich Idiot, hier kriegt ihr wieder $6,36.
Zack. Sind wir schon wieder bei 28. Und dann würde ich sagen, wir beenden die Folge an der Stelle und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder, Freunde. Bis dann denn. Tschüss.